Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute geht es ums Putzen, wie ihr am Titel schon erkannt habt. Ich habe heute Großputztag, bedeutet ich möchte das gesamte Haus putzen und es ist definitiv bitter nötig. Also wir haben natürlich immer so ein bisschen Grund gereinigt, immer so Staub gesaugt und ein bisschen aufgewaschen und Badezimmer und so, ist ja alles Moos und Küche sowieso. Aber ich muss so richtig putzen, so mit ganz krass überall in jeder Ecke. Wir werden jetzt ganz systematisch einfach Zimmer von Zimmer von Zimmer und so weiter gehen. Aber jetzt ist, wie gesagt, mal das Schlafzimmer dran. Deswegen, let's go, fangen wir gleich an, labern wir nicht zu viel und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video. Ich bin jetzt im Schlafzimmer, wie ihr sehen könnt. Ich werde jetzt Bettwäsche abziehen und so weiter. Aber bevor ich das mache, werde ich die Bilderrahmen absaugen. Also nicht mehr so klassisch abstauben, wie ich es früher mal gemacht habe, sondern ich werde das mit dem Hühler machen. Das, die Leute, die uns auf Instagram folgen, die wissen das, dass ich das eigentlich seit über einem Jahr nur mehr so mache, weil es einfach viel effektiver ist, der Staub somit nicht mehr herumfliegt, sondern wirklich eingesaugt wird. Und dafür habe ich mir den Hühler auch schon vorbereitet. Ich zeige es euch gleich. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier den Hühler mit frischem Wasser. Ich habe dazu auch passend den 6-Meter-Schlauch. Der ist ideal, wenn man zum Beispiel so lange Strecken, wie zum Beispiel der Hühler ist hier am Boden und ich möchte da drüben mit ihm arbeiten oder Treppen absaugen. Also ideal. Und ja, ich werde das gleich alles zusammenstecken. Ich wollte euch das eigentlich nur kurz zeigen. Motorkopf drauf, ran. Und ja, jetzt kommt mein auch hier ran und diese Bürste nutze ich für meine Bilderrahmen jetzt. Philipp, da sammle ich schon seine ganzen Sachen, die ihm nicht mehr passen, ich aber nicht weiterschenke, weil die meisten Sachen von ihm gehen an die Freundin von mir, die hat auch ein Baby, das ist genau ein halbes Jahr jünger und da kann ich schon die Sachen hingeben, das wird weitergetragen, aber diese Sachen, die behalten wir für seine Box und bei uns hat jedes Kind so eine große Box, die sind schon im Dachboden, aber vom Kleinen halt noch, hier unten, weil da tue ich halt regelmäßig Sachen rein und ja, somit, oh mein Gott, ist wieder leer! Ja, optimal ist das jetzt nicht so mit dem Zeug, aber besser als vorher. Mit dem Abstauben in diesem Zimmer bin ich jetzt soweit mal fertig und ich wollte euch mal das Wasser zeigen, weil ich habe jetzt den Staub nicht so herumgewirbelt, wie ich es sonst, also wie ich es früher gemacht hätte. Ich habe ihn ja jetzt eingesaugt und ich zeige euch mal, wie das dann ausschaut. Da kann man richtig gut erkennen, dass der Hühler das richtig toll macht. Also Motorkopf runter und nehme ich mal kurz raus. Kann man schon erkennen, wie gräulich das Wasser ist. Das ist einfach der ganze Staub da drinnen, ja, der halt auf meinen Möbeln gesessen ist, auf meinem Bilderrahmen, auf meinem ja, gesamten Schlafzimmer. Und das Wasser lasse ich natürlich jetzt. Das ist jetzt nicht so krass dreckig. So. Jetzt wird nämlich die Bettwäsche abgezogen und dann werde ich die Matratze noch absaugen und dann bin ich hier im Schlafzimmer soweit mal fertig. Für unter dem Bett werde ich gleich den Roboter dann auch einschalten. Thank you.
Badezimmer ist fertig, Betten sind gemacht, es ist abgestaubt. Das Einzige, was noch gemacht werden muss, ist, dass der Roboter jetzt durchfährt. Der fährt nämlich so schön unter das Bett. Das ist einfach ideal für so ein großes Familienbett. Und ich würde mal sagen, starten wir ihn an. Jetzt ist der nächste Raum an der Reihe. Wohnzimmer, pure Katastrophe, wie ihr seht. Aktuell ist alles einfach hier irgendwie hergeschmissen. Spielsachen aufräumen ist auf jeden Fall oberstes Gebot. Hier Wäsche davon, ja, könnte ich vorstellen, ist bei uns immer viel los. Deswegen ist auch noch hier ein Wäschekorb, aber heute ist nicht Wäschetag, heute ist mal nur Putztag. Aufräumen, Staubwischen, definitiv diese Dinger da. Schon ganz schlimm aus da. Unten ist gar nichts drin, weil der Philipp sie ständig ausräumt. Lampen wegräumen, dies, das. Also, würde man sagen, let's go! Während ich jetzt im Wohnzimmer aufgeräumt habe, ist auch der Roboter fertig. Und ich werde jetzt einfach das gegen den Wischaufsatz wechseln und werde auch somit unter meinem Bett nass wischen. Weil ihr könnt euch vorstellen, da runter zu wischen ist sehr, sehr schwer. So, und jetzt schicken wir ihn los. Beim DM so ein Putztuch mitgenommen. Das ist so ein 2-in-1 Mikrofaser Fenstertuch. Das ist angeblich so ein Tuch, wo man kein Putzmittel mehr braucht. Ich habe es im Badezimmer schon ausprobiert vorige Woche und ich finde es jetzt nicht so gut. Ich glaube, es gibt bessere von Amazon. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Aber das ist jetzt nicht so gut. Aber trotzdem werde ich damit jetzt meinen mit dieser Vitrinenschrank hier putzen. Weil Staub habe ich jetzt weggemacht, aber da gibt es ein paar Flecken, die muss ich so ein bisschen wegrubbeln und ich probiere es mal mit dem, weil die Flecken halt jetzt nicht so krass sind. Deswegen schauen wir mal. Ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen. Auf jeden Fall gibt es da so ein paar schlierige Flecken und ich bin gespannt, auf welcher Seite sie sind. Sind die auf oberen oder unteren? Ich glaube, das kommt von den Kerzen, aber scheint zu funktionieren. Jetzt ist es nämlich sauber. So einigermaßen. Ja, das funktioniert. Also so kleine Flecken schafft es tatsächlich. Schauen wir mal, ob er diesen Fleck hier schafft. Da werde ich mir gleich den Fensterreiniger holen. Ja, also wie ihr seht, leider war das ein Fehlkauf. Aber ja, gibt es auch manchmal. Zweite Seite des Wohnzimmers dran und die schaut auch noch recht schlimm aus. Deswegen.
da drunter ist, ist natürlich super lecker. Den schiebe ich natürlich jetzt nicht so oft weg, deswegen sammelt sich halt sowas an. So, haltet euch fest. Hinter der TV-Bank befand sich dieses Paradies hier. Oh mein Gott. Tannenzapfen, nicht Tannenzapfen, Tannennadeln, Staubwolken, Spielzeug, Nintendo-Spiele. Ach cool. Und hier wollen wir aber mal davon nicht sprechen, was hier passiert. Was ist das hier für ein Fleck? Zimmer ist fast fertig. Ich muss euch nur was richtig krasses zeigen. Und zwar das Wasser im Hühler. Das schaut einfach so schlimm aus. Das muss ich mit euch teilen. Deswegen haltet euch fest. Ist das bitte nicht ekelhaft? Ja, die ganzen Legos kann man auch da drin sehen, die ich aufgesaugt habe. Das werde ich jetzt auf jeden Fall mal ausschütten und ein frisches Wasser reingeben. Und ich werde jetzt eine Luftwäsche hier machen und den Robby hier im Boden waschen lassen. Und zu einer richtigen Putzroutine gehört bei mir die Luftwäsche dazu. Das heißt, immer wenn ich sauber gemacht habe, reinige ich noch ein bisschen die Luft. Davon mache ich so ein bisschen Aquafresh in mein Wasser. Ein paar Tropfen, das riecht auch wirklich sehr gut. So wie frisch gewaschene Wäsche einfach. Das kommt da jetzt rauf. Also der Motorkopf zugemacht. Und dann lasse ich es 30 Minuten circa laufen. Und in der Zwischenzeit wasche ich hier auf. So, letzte Station für heute. Wir
wir sind im Badezimmer, so ich bin im Badezimmer mit euch natürlich und werde auf jeden Fall das Badezimmer putzen. Muss viel aufräumen, wie ihr seht, hier steht viel Zeug herum, vor allem am Badewannenrand. Da räumt nie jemand sein Duschgel oder sein Shampoo weg. Genauso wie auch hier, seht ihr die ganzen Zahnbürsten. Hier, wir haben hier einen Schrank, aber da macht außer ich niemand seine Zahnbürste rein. Und heute habe sogar ich vergessen, eigentlich wollte ich meine Zahnbürste anstecken, habe es aber vergessen. Aber gut, dass ich mich jetzt daran erinnert habe. Aber normalerweise stecke ich sie ran, deswegen. Ja, wie ihr seht, ist richtig Chaos pur im Badezimmer. Zuerst räume ich mal die ganzen Shampoos und so weiter von da weg. Die kommen hier rein. Ich glaube, das seht ihr gar nicht. Ich mache mal ein bisschen tiefer. Wir haben hier so einen Apothekerschrank fürs Badezimmer, wo alle unsere Duschgele und Shampoos drin sind. Deswegen alle rein. Babyborn haben wir auch hier. Ja, die Kinder spielen halt immer gerne mit Babyborn und so. Die muss auch verräumt sein. Und die Babyborn kommt hier rein zu den anderen Sachen. Mit den Seifenpads, die habe ich mir ja letztens gekauft, habe ich euch gezeigt, mit der M-Haul. Und die sind richtig, richtig gut, um auch die Kalkablagerungen hier zu putzen am Wasserhahn. Und das werde ich dann machen. Und ich brauche aber Handschuhe, weil letztens, ich habe das schon mal verwendet und da hat es irgendwie meine Haut so spröde gemacht. Und deswegen habe ich daraus gelernt und habe mir Handschuhe genommen. Und ja. Deswegen. Zuerst mache ich aber ein bisschen Durgol Badezimmer drauf. Und so Seifenspender muss noch weg. Und mein Lumi. Die sind richtig cool. Man kommt einmal damit aus, also die kann man nicht mehrmals verwenden, einmal und hinten steht, für was sie drauf sind, für was das gut ist. Also man kann damit auch Töpfe und Pfannen machen, aber Kalkablagerungen, Verkrustungen und man kann es sogar auf Plastik nutzen, aber also auf Kunststoff, aber man sollte es halt vorher austesten. Also weil einige, ich habe nämlich meinen Kühlschrank damit gemacht, innen, und das geht wirklich sehr gut.
dem, hier werde ich jetzt auch diesen Putzvlog beenden. Ich werde euch beim nächsten Mal gerne in der Küche mitnehmen. Da muss ich auch ganz viel machen. Kinderzimmer und Kinderzimmer im Untergeschoss, also von den großen Kindern. Und Büro. Büro ist auch ganz große Baustelle. Das heißt, falls ihr das auch gerne sehen möchtet, dann schaltet unbedingt beim nächsten Teil ein, wo ich euch natürlich wieder mitnehme beim Putzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es Fragen gibt, dann ab damit in die Kommentare. Und sonst, ich küsse euch und danke euch fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!